So, und da sind wir auch schon wieder bei Bravely Default. Und der Profiteur wird gleich wohl wieder angreifen, wie es scheint. Ja, da brauchen wir uns nicht zurückzuhalten. Der macht nämlich eh immer dasselbe. Und das. Oh, der verteidigt sich. Aber ich habe schon gedacht, der macht wieder seinen Angriff. Ah doch, er greift ja an. Hab ich doch richtig. Ach so, zweimal auf denselben jetzt. Aha. Jetzt ändern wir also unsere Strategie. Na dann, muss ich wieder eine Phönixfeder einsetzen. Ich warte nur darauf, dass ich meine Fähigkeiten einsetzen darf. Dass ich wiederbeleben kann. Ah, doch, er hat jetzt ein Special. So, dann Weißmagie. Und so. Unendlichkeit. 52 für 5 Treffer erwischt. Der Profiteur, das. Der hat noch 5000. Dann Default. Wird das gegen diese Finanzspritze kein, ja, gegen die Finanzspritze hilft uns nichts. Mal sehen, ob die mit Feuermagie ein bisschen stärker ist. Halt, erstmal heil. Die soll ja beide heilen. Und du kannst so. Oh, der hat nochmal zugeschlagen. Das ist natürlich zu meinen Gunsten. Bringt nicht so viel mehr. So, greifen wir nochmal an, damit wir alle. Ah, das kann sie sich aufbewahren. Wenn das denn so geht. Ah, diese Verteidigung. Okay. Gucken wir mal, was können wir an Freunden rufen da? Freunde rufen ist irgendwie noch so eins der wenigen Dinge, die man machen kann. Und ich habe gemerkt, ich habe vergessen, irgendwie Leute zu rekrutieren. Ja, das ist immer noch das Special. Ich glaube, der greift auch ziemlich gut an gerade, der Ring and Bell. Piercing Bolt. Ah, ich könnte mit Idea weiter Zauber casten. Oh je. Das ist natürlich doof. Okay, so. Ich heile oft genug. Muss man ja offen sagen. Okay, dann kannst du irgendwelche Objekte. Haben wir eigentlich irgendwas, was auch offensiv ist? Oh, ich kann meine Ausrüstung wechseln. Einfach so mittendrin. Ah, das ist ja lustig. Okay. Dann geh auch in den Default-Zustand.
So. Und du kannst jetzt wieder heilen. Halt, Weißmagitis. Weißmagie. Idee. Ich könnte auch langsam mal Protect, also das wird wahrscheinlich nichts bringen. So. Finanzspritze. Ah, jetzt heilt sich schon wesentlich besser. So. Ah, Special Mondschatten fürs Brave einsetzen. So. Mach das mal. Ruf du auch mal die Freunde, die du. Mehr gibt's nicht. Damit erhöhen wir auf jeden Fall unsere Werte, das ist wichtig. Irgendwie macht er so wenig Schaden. Das ist nicht wirklich toll. Aber sie macht am meisten Schaden mit diesem Mondschatten. Naja, wobei 112 ist nicht wirklich viel. Wir haben einfach keinen offensiven Angreifer. Zumindest keinen, der stark genug ist. Deswegen kann sich der Kampf nur ziehen. Aber vielleicht kann der ja mal halt so. So, dann sparen wir auch mal ein bisschen was. Also jetzt macht er eigentlich richtig gut Schaden. So, jetzt kannst du selber mal ein bisschen was machen. Ah, die Finanzspritze. Wow, die macht mit dem Stab sogar richtig gut Schaden. Halt. Was heißt hier benutzen? Ach so, ja, klar, ich kann wahrscheinlich. Irgendwas habe ich doch vorhin gefunden. Egal. Noch weiter die Pforten. So. Jetzt bringen wir alle mal auf denselben Stand, dass wir zusammen angreifen. Außer Agnes, die braucht eine Runde mehr, damit sie dann wieder hochheilen kann. Er macht so wenig Schaden. Das ist. Na, wenigstens macht er damit auch Schaden. Ich finde schon schlimm, dass sie den meisten Schaden fast macht. Okay, halt, und wir heilen weiter. So. Ah, wieder seine Finanzspritze. Was habe ich eigentlich an Fähigkeiten? Den Räuber, plündern. Stehen habe ich schon gemacht. Oh, halt. So, so. Ja, alle mal in Verteidigungsmodus, weil wenn der kritisch zuschlägt. So. Zwei, fünf noch. Das dürfte ich doch eigentlich jetzt hier schaffen. Ach nee. Hast es wieder geschafft, jemanden von mir umzubringen? Okay.
Mach mal das. Der kann das Objekt einsetzen. Der setzt eh die meisten Objekte ein. Oder halt. Die hatte wieder ihr Special. Fähigkeit Weißmagie. Ja, machen wir das trotzdem. Ach komm, ey, immer zweimal auf denselben, das ist doch unfair. Wie soll ich mich denn dagegen verteidigen? Es ist ja, er macht ja fest 300 Schaden. Es überlebt keiner von meinen. Dann so. Jetzt ist nämlich 2000 und mir geht langsam die Puste aus. So. Na, wenigstens etwas. So, Angriff. Halt, was mache ich denn? Weißmagie wieder auf alle und so. Ja, dachte ich mir, weil wieder sein Default kommt. Jetzt müsste er eigentlich normal zuschlagen. So. Ja, jetzt mache ich zumindest ein bisschen mehr Schaden, das ist schon mal was. Aber es ist nicht wirklich viel. Ach komm, es kann, wie kann man das denn gewinnen, wenn einem immer wieder, ich habe jetzt keine 1600, na super. Und ich habe keine Freunde zum Rufen. Ah, super. Okay. Andere Sachen bleiben mir gerade nicht übrig. Ich kann sie nämlich nicht wiederbeleben. Das ist. So. Wenn ich ihn verstummen lassen könnte. Ja, natürlich. Und jetzt geht er halt immer zweimal auf denselben drauf. Das ist. Das ist total sinnfrei. Okay, er hat noch 1600. Wir ziehen ihm knapp 100 ab. Ja, das verliere ich wohl. Mein Handy, ich habe gerade nicht den Nerv dafür. Tja, die Gruppe wurde ausgelöscht.
Ich weiß echt nicht, was ich da tun soll. Tja. Dann werde ich im nächsten Video werde ich so weit bringen, dass wir wieder in dem Kampf sind. Ich werde wohl meine Strategie dann ein wenig umbauen müssen. Ja, da seht ihr, was passiert nach einem Fail. Ich werde dann offline diesen ersten Kampf bis zu dem Sieg über den anderen Typen werde ich machen. Aber ich werde jetzt gleich auch mal die Jobs ändern, weil Tis, Dieb, gut und schön. Du spielst jetzt Mönch. Damit warst du viel besser und da hast du auch genügend HP, um eine Sache zu überleben. Du kriegst als Zweitfähigkeit Diverses. Du kriegst was auch immer. Na, du kannst dir trotzdem das nehmen. Hier, wir haben hier die 10% HP. Okay. Agnes kann mit der Schwarzmagie leben. Und Ringelbell, da haben wir nämlich was verplant. Der sollte Schwarzmagier werden, aber wir müssen auch die Fähigkeiten ändern. Er braucht ja keine Schwarzmagie mehr. Er kann dann mit Weißmagie auch noch handhaben und Feuertoleranz. Ja, Feuertoleranz ist gar nicht mehr so schlecht. Gut, aber Ausrüstung sollten wir dann auch noch abchecken, weil ich glaube, er braucht die Hute. So, dann ein Schild. Er kann noch eine Rute kriegen. Dann ist der magische Angriff doppelt so hoch. Ja, ist eigentlich, glaube ich, nicht schlecht. Machen wir mal. Das zinkt. Jupp, wir werden Gift, Blindheit, Schlaf, das brauchen wir nicht. Gut, dann müssen wir ihn ausrüsten. Er braucht Zweihandwaffen. So. Diebeshandschuhe. Erhöht Chance beim Stehlen. Halt, Moment, es können. Was, welche Fähigkeit hat er dann? Diebstahl, ja gut. So. Dann machen wir jetzt nochmal den Abilink ran. Denn Christ wird dann sein Verbündeter. Und Leg sein. So. Na dann hoffe ich mal, dass es so rum besser funktioniert. Und wir sollten uns natürlich noch einmal hier zum Heiler begeben. Das Ding ist schon schwerer als man denkt. Und ich sollte natürlich ein paar Phönixfedern kaufen. So. Erstmal verkaufen wir was. Nämlich. Ach, davon. 10 davon. So. Von Macht des Blitzes durchdrungen. Wie das geht, muss ich auch noch mal wissen. Aber das kommt wahrscheinlich, wenn wir. Oh, ich sehe gerade. Wir haben ein neues Gebiet erschlossen. Und was haben wir da? Wir haben einen Zubehörladen. Und was ist das? Ein Ausrüstungsladen? Zutatenladen. Dann schicken wir da mal genügend rein, dass ich damit fertig bin, während der Kampf beginnt. Und wir senden hier auch noch den Rest rein. Damit das hier auch fertig ist. Gut, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal werden wir sie hoffentlich schlagen. Wie gesagt, gegen den ersten sind wir ja schon gut vorgegangen. Und ich denke mal, das werde ich dann auch so
spielen, bis wir wieder zum Kontrolleur oder Profiteur allein kommen. Also dann, ciao!